Diese Last muss ich tragen, nicht du. Ich wollte dich sie ablegen, wegwerfen, doch ich habe falsche Erinnerungen verloren. Die falschen Erinnerungen verloren. Was hast du dem Priester doch gegeben? Der Zwerg blickt dich musternd an, er dreht schnell den Kopf beiseite und nickt. Du wirst den Wert verstehen, meine Rüstung, deine Bresse hast du nicht gesehen, aber wertlos für einen alten Zwerg. Ich hätte sie gegen das Medaillon eingetauscht, aber ich nah habe ihnen beides gegeben. Haben sie denn kein Mitgefühl? Ich berichte ihnen von deinem Leib. Warum sollte ich meine Zeit mit einem senilen alten Zwerg vergeuden, der von meinem Augenblick auf den anderen nicht mehr weiß, was er will? Vielleicht kann ich etwas tun. In den letzten Jahren war man hier ehrlich gesagt an andere Worte gewöhnt. Die Priester geben vielleicht etwas anderes vor, aber die Leute hier scheren sich nur um sich selbst. Es würde mich wundern, wenn sie es freiwillig wieder hergeben. Sie glauben, es sei ihre heilige Pflicht, die Opfergabe an die Göttin irgendwo hinwegzuwerfen, so wo sie vergessen werden. Es wäre besser, wenn ich einfach herausfinde, wo sie entsorgen. Was hat Lafter mit all dem zu tun? Sie führt diese Gruppe von Krähen an. Sie haben den Tempel übernommen, als die Leute anfingen, das Dorf zu verlassen. Sie sagen, sie seien gekommen, um den Leuten ihre Lasten abzunehmen, die ihr Leid hier vergessen wollen. Was ist das für ein Medaillon, das du zurückholen willst? Es gehörte meiner Schwester. Für sie war es nur ein hübsches Schmuckstück. Für mich, der Zwerg blickt zu Boden. Sie war das letzte Mitglied meiner Familie. Zumindest die letzte, die mich auch als Familie behandelt hat. Auf Wiedersehen. Ich glaube kaum, dass mir das Glück plötzlich hold ist, aber wenn du etwas findest, ich bin hier. Er nickt dir kräftig zu. Handel mit Reue ist eine Quest. Okkun hat bei den Angriffen auf Starwood alles verloren. Bevor er das Dorf hinter sich lässt, will der Zwerg ein Medaillon zurückholen, das er Laftam vertraut hat, der Priester des Ondra-Tempels, damit sie es vernichtet. Er bereut es inzwischen zutiefst. Okkun hat sein Medaillon bei einer Priesterin im Ondra-Tempel gegeben. Sie sollte wissen, wo die Gabenbringer ihre Opfergaben an die Fürstin der Klangen ablegen. Okkun hat bestätigt, dass es unüblich ist, Opfergaben zurückzubekommen, wenn sie Ondra erst einmal dargeboten wurden. Die Anhänger Ondras haben sich geweigert, ihm zu helfen. Das Medaillon seiner Schwester war nicht das Einzige, was die Priester an sich genommen haben, um es wegzuwerfen. Okkun hat ihnen auch seine alte Rüstung gegeben. Er scheint aber nur daran interessiert zu sein, das Medaillon zurückzubekommen. Mhm. Ist da? Vielleicht, wenn ich das hier anpasse. So. Hallo, Ist da? Oh, it's working! Yes! I can't believe it! It's really... Oh, es funktioniert. Ja, ich fasse es nicht. Das ist wirklich... Oh, die Zwergin blickt dich mit enttäuschter Miene an. Sie hat eine große, rechteckige Kiste in den Händen, voll mit seltsamen Rädern und Symbolen. Was funktioniert? My locating divination tool. Well, that's what it will be. I have to calibrate it. Right now it seems to think you're a copper deposit. Mein Erzaufspürgerät. Nun ja, das wird es einmal. Ich muss es noch kalibrieren. Im Moment glaubt es offenbar, du wärst eine Kupferablagerung. My Animancer contacts did suggest that a particular strong soul essence might interfere. I'm more interested in minerals in any case. Meine Besiederkontakte hatten erwähnt, dass eine besonders starke Seelenessenz zu Interferenzen führen könnte. Sie mustert dich, aber ich bin mehr an Mineralien interessiert. Vielleicht habe ich eine starke Seele. I suppose that's possible. It's not exactly what I'm looking for, unfortunately. Sie lächelt. Das mag wohl sein, aber das ist nicht unbedingt das, wonach ich suche. Wonach suchst du? I'm trying to recreate the instruments that first led the Pargrin Dwarves to this mountain. This is my latest prototype. Ich versuche, die Instrumente nachzubauen, welche die Pargrin-Zwerge damals zu diesem Berg geführt haben. Das hier, sie hält die metallische Kiste hoch, ist mein jüngster Prototyp. Centuries ago, Dwarves carrying tools just like this one followed their readings to what is now the battery. If I can recreate their work, then I may be able to find ore deposits elsewhere. Vor vielen Jahrhunderten folgten Zwerge den Anzeigen solcher Geräte zu dem Ort, der heute die Batterie ist. Wenn ich das Gerät nachbauen kann, finde ich vielleicht anderswo Erzablagerungen. I was hoping to test it, but my arrival was delayed by word of the ogre attack. I haven't been able to find anyone to venture up the mountain since. Ich wollte es hier testen, aber meine Ankunft wurde durch die Botschaft von dem Ogre-Angriff verzögert. Meine Ankunft. Und nun finde ich niemanden, der sich auf den Berg hinaufwagt. Ich könnte für dich auf den Berg gehen. That'd be wonderful. I just have to adjust the device, you see. Wirklich, das wäre wunderbar. Ich muss das Gerät nur ein wenig anpassen. Ihre Hände fliegen über die Kiste und verstellen Hebel und Scheiben. I should point you toward metal deposits. We already know the battery rests on some rich veins, but I was hoping to get a reading of the surrounding mountainside.
Es sollte dich zur Materialablagerung führen. Wir wissen bereits, dass die Batterie auf einigen ergiebigen Adern sitzt, aber ich wollte die umliegenden Berge untersuchen. If you can follow the readings to ore and bring back a sample, I can use it to refine the device. Wenn du dem Signal zur Erzablagerung folgen und mir eine Probe bringen kannst, kann ich das Gerät verfeinern. Thanks ever so much for this. Du überreichst die Kiste. Ich danke dir vielmals. Heilige Instrumente. Das ist wieder eine Aufgabe. Eine Frau namens Istar versucht, die alchemistischen Instrumente nachzubauen, mit deren Hilfe die Zwerge in der Batterie vor langer Zeit den Ort aufgespürt haben, an die sie ihre Festung errichtet haben. Sie hat einen Prototyp, den sie testen will, wenn jemand bereit ist, dazu der Wildnis zu trotzen. Istar ist sicher, dass das Gerät auf dieselbe Weise funktioniert wie jene, mit denen die Zwerge der Dürker Batterie Edelmetall aufgespürt haben. Sie hat mich gebeten, das Gerät auf dem Berg rund um die Batterie zu testen. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Und ja, Stalwart ist wieder mal was größer. Ist zwar nur eine Map im Gegensatz zu Trutzbucht und Ulmenkap. Quextel und Lafter. I'm here. Reden wir erst mit Lafter. Adern fließen unter der Fahnenhaut dieser Frau wie Risse im Eis, doch als sie spricht, ist ihre Stimme warm und beruhigend. Andere heißt sich in ihrer Umarmung willkommen. Ihre Gesichtszüge werden weich und nehmen einen einstudierten Ausdruck des Mitgefühls an. Wir sind hier, um die Schmerzen deiner Vergangenheit zu lindern. Bereit, dir deine Lasten abzunehmen. Sie nickt mit einem dünnen Lächeln. Wenn du der Göttin gestattest, dir bei deinen Sorgen zu helfen, versteht sich. Erzähl mir etwas über Andra. Andra ist die Göttin der Erlösung, tief wie ein Ozean, sanft wie eine Mutter. Sie ist hier, um ihre Kinder vor ihrer dunkelsten Last zu befreien. Wir kamen hierher, um den Dorfbewohnern zu helfen, um die Wunden der Vergangenheit zu heilen, die in ihren Seelen eitern. Ich dachte, Andra wäre die Göttin des Verlusts und der Trauer, nicht der Erlösung. Das ist ein, die Priesterin verschränkt die Arme und tritt auf der Stelle, häufiger Irrglaube. Andere mögen das glauben, aber die Mysterien der Götter sind tief und profund. Ihre wahre Macht liegt darin, vom Verlust und Reue zu erlösen. Wolltest du noch etwas anderes sprechen? Ich habe gehört, dass euch kürzlich Anhänger Berats besucht haben. Hier geschieht wenig, ohne dass die Dorfbewohner sich darüber das Maul zerreißen, aber wir sind verpflichtet, ihm zu helfen, unabhängig von ihrem Glauben. Eine Gruppe von Frauen kam zu uns. Ja, ihre Anführerin wollte etwas über Nürgans Batterie wissen. Ich wies sie in den Weg. Sie sind so leise wieder verschwunden, wie sie gekommen waren. Was unsere Sorgen über ihre wahren Absichten nicht unbedingt beigelegt hat. Es ist hier schon gefährlich genug geworden. Ich will etwas über die Gabenbringer wissen. Gabenbringer verrichten Andras wertvollstes Werk. Sie tragen die materiellen Lasten unglücklicher Seelen in Andras Umarmung, auf das die Göttin ihnen helfe zu vergessen. Ich will dich nach Ogmunds Erbstück fragen. Der Zwerg hat bereits gefragt, wir gaben ihm den Rat, den er benötigte. Ihr Ton ist leicht irritiert und scharf. Sie bemerkt ihren Fauxpas und ihre Stimme nimmt wieder eine weiche, angenehme Färbung an. Und natürlich tun wir auch für dich, was wir können. Frag, was du möchtest. Ogmund will sein Medaillon zurück. Sie legt die Hände zusammen und nickt. Ah, Ogmund, wie oft wir es doch zulassen, dass die Schatten der Vergangenheit zur Last werden, selbst für andere. Dieses Medaillon ist lastet auf Ogmunds Verstand. Es ist gütig, dass du helfen willst, doch ihm hilft nur eines, diese Erinnerung loszulassen. Sollte er diese Entscheidung nicht selbst treffen, er hat es sich anders überlegt. Das Priesterin musste seinen Wunsch erfüllen. Es gibt also kein Berufungsrecht, wie praktisch. Er hat alles verloren. Wir könnten ihm das einzige Welt nehmen, was ihn noch an seine Vergangenheit erinnert. Sollte er diese Entscheidung nicht selbst treffen? Das hat er. Er hat erkannt, dass nur die Göttin ihm und anderen in seiner Lage solchen Trost spenden kann. Es wurde ihm erklärt, dass vielen später Zweifel kommen, dass man aber eine Gabe, die man einer Göttin dargeboten hat, nicht zurücknehmen kann. Mit der Zeit schwinden die Erinnerungen und die Leute erkennen die Weisheit ihrer Entscheidung. Sein hart und gut, seine Vergangenheit ruht nun in das Reich, und um vergessen zu werden, damit die Wunden der Seele heilen können. Das ist der Wille der Göttin.
Nehmen wir an, Orkun hätte es hinter sich gelassen. Sag mir, wo sein Erbstück ist. Das hat er nicht und darum geht es. Lafter verschränkt die Arme. Außerdem hast du hier keinerlei Autorität. Was die Anführerin des Dorfes wohl dazu zu sagen hätte. Wie ich sehe, lässt du dich nicht umstimmen. Nein, und ich hoffe, du erkennst, dass es das Beste ist, die Dinge zu belassen, wie sie sind. Lafter hat sich geweigert, mir zu sagen, wo Orkuns Erbstück ist. Vielleicht überzeuge ich sie noch, aber bis dahin sollte ich anderswo Antworten suchen. Ja, das kann ich nicht mehr ansprechen. Was ist mit dir? Ein junger Mann in robustem Leder blickt dich an. Die Falten in seinem Gesicht, das trotz der wenig Sonne in den Regionen braun gebrannt ist, zucken leicht, als du dich näherst. Ich habe nichts für dich. Sprich mit Lafter, wenn du unbedingt musst. Er wendet sich mit gerümpfter Nase ab. Yes. Das könnte wohl wirklich in dieser Kiste sein, aber da stehen zu viele anderer Priester, als dass ich das einfach klauen könnte. Außerdem ist Klauen nicht die Art meines Charakters. Als du hinaustrittst, schlägt die schwere Holztür des Tempels hinter dir zu. Du hörst, wie sie jemand von innen verbarrikadiert. Es klingt, als würden die Priester eine hitzige Diskussion beginnen. Du vermutest, dass es um dich geht. Die Tür ist aber zu dick, um daran zu lauschen. Vielleicht gibt es eine andere Stelle, wo du Erfolg hättest. Ah ja, da. Oh, ich kann einfach wieder reingehen. Ich dachte, die Tür wäre zu. Ups. Kann ich jetzt noch lauschen oder habe ich gerade es vermasselt? Ich hoffe, ich habe es nicht vermasselt. Los, lass mich raus. Ich fasse es nicht, wie konntest du nur? Nachdem ich mit Lafter gesprochen habe, habe ich einen Aufruhr im Londra-Tempel belauscht. Vielleicht lässt sich aus den Unterhaltungen der Priesterin mit ihren Akolyten noch mehr erfahren. Die hölzernen Lehnen, die fest verschlossenen Tempelfenster dämpfen einige Stimmen, die aus dem Inneren des Gebäudes hervordringen. Das Gemurmel ist zu leise, es zu verstehen. Es würde vermutlich helfen, ein Fensterladen, einen Spalt zu öffnen. Ein rostiger Riegel hält die Fensterlehnen verschlossen. Wenn du es vorsichtig anstellst, könntest du ihn unbemerkt öffnen können. Den Riegel öffnen. Du beginnst, den Riegel aus dem Metallhaken zu heben. Als du es halb geschafft hast, wehrt das rostige Eisen sich mit einem Quietschen. Du hältst Lehne und lauscht auf die Stimmen in der Hoffnung, dass die Priester dich nicht gehört haben. Sie setzen die Unterhaltung und eine Unterbrechung fort. Den Riegel ölen. Du ergreifst den Riegel und ölst ihn ein wenig. Anschließend übst du sanft Druck auf das Metall aus, bis der Rost geräuschlos nachgibt. Vorsichtig ziehst du die Fensterlehne weit genug auf, um die Stimmen zu hören. Du hörst einen Mann mit aufgebrachter Stimme sprechen. Zu gefährlich. Wer kommt sonst noch? Sein Satz wird abgestimmt, als würde der Mann mit allen Seiten des Raums sprechen. Über das, was wir hier tun, was dann? Du erkennst nach der Stimme die Antwort. Warum sollte er das tun? Und bei den Gefahren in der Nähe der Batterie wird unser Gabenbringer nicht trödeln. Ich rechne damit da? Der Mann unterbricht sie. Du rechnest immer mit irgendwas. Und wo hat uns das hingeführt? In ein sterbendes Dorf. Oger vor den Mauern. Ixtli ist noch nicht zurück. Und jetzt muss ich seinen Teil. Seine Stimme senkt sich zu einem zornigen Zischen. Der Rest seiner Worte ist nicht mehr zu hören. Nach einem kurzen Augenblick antwortet Lafter. Glaubst du, ich wollte es so? Hätte ich es etwa vorsehen können? Es entsteht eine Pause, deren Spannung ansteigt, bis die Stimme der Priesterin sie durchschneidet. Wir können nicht auf ihn warten. Wir müssen schnell die letzte Ladung rausfischen. Danach entscheiden wir. Der Mann antwortet mit kaum hörbarer, gebrochener Stimme. Du kannst nur die letzten Worte ausmachen. Ich gehe.
Das Gespräch scheint beendet. Vorsichtig trittst du vor dem Fenster des Ondra-Tempels weg. Okay. Ich habe eine private Unterhaltung zwischen Laftan und den Akolyten berauscht. Offenbar ist ein Grabbringer namens Iskli in der Nähe von Dürgans Batterie aufgebrochen. Vielleicht weiß dieser Grabenbringer, wo Okons Erbstücke entsorgt wurden. Was habe ich davor, dass ich mitten im Nirgendwo nach dem Weg frage? Oh, Mann, eher. Say, I don't suppose you've seen any mysterious old buildings in the mountains lately, have you? Sag mal, du hast in letzter Zeit nicht zufällig irgendwelche rätselhaften Gebäude in den Bergen gesehen, oder? Die Amauna trägt verschiedene Spangen, Ränder, Bänder, Reife und Ketten so dick wie eine Rüstung. Sie mustert dich mit einer hochgezogenen Braue und vor Belustigung funkelnden Augen.